Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir stehen hier neben dem Herrn Robert und ja, wir wollen zurück nach Scarlett unsere Liebsten beerdigen, Vater und Mutter. Und wir haben zwar nicht die Zustimmung hier vom Herrn Robert, aber wir machen es trotzdem. Jetzt müssen wir uns aber zunächst einmal ein Pferd besorgen. Wir sind mit Pferd gekommen und ich weiß, dass das Pferd noch im Vorhof stehen müsste. Wir gehen dort mal hin. Ja, ich sah aber auch aus wie eine Treppe, also. Hätte auch eine sein können. Und zwar hier. Ich weiß nicht, ob unser Pferd hier abgestellt wurde, aber ich denke, es ist hier. Denn hier haben wir in der letzten Nacht die Pferde gesehen. Können wir mal gucken, ob wir irgendeins davon benutzen können. Wir können auf diesem Pferd aufsitzen. Aufsitzen und stehlen. Aufsitzen und stehlen. Also, das hier ist unser Pferd. Nein, das hier ist unser Pferd. Da können wir aufsitzen, ohne es zu stehlen. Von daher werden wir uns damit mal auf den Weg machen. Wir können offensichtlich nicht rückwärts reiten. Ach so. Aus dem Weg. Wir sind mit Pferd. Passt auch selber auf. So, wo ist denn jetzt raus hier? Da geht's wieder los mit meiner Orientierung. Da vorne ist der Ausgang. So. Aber wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, ich werde das noch lernen. Lass uns durch hier. Los, Rüpel. Mach auf. Sag bloß, ich kann nicht mit dem reden, wenn ich auf dem Pferd sitze. Bleib schön hier. Wächter Radim. So, ich muss raus. Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Oh, wei, wei, wei. Na gut, er wird seinem Herrn gegenüber loyal sein. Aber Geld lockert doch immer. Ich, oder? Herr Robert hat es gestattet, wäre natürlich eine glatte Lüge. Wir versuchen zwar mit einer kleinen Bestechung. Ich muss meine Eltern begraben. Wenn du mich rauslässt, zeige ich mich erkenntlich. Oh, wir können ihm was anbieten. Oh, wir haben nicht genug. Was? Wir haben nur 0,5. Ach, du Alarm. Das ist natürlich nicht viel. Da beleidige ich ihn ja eher mit. Was will ein Lumpenkerl wie du mir schon geben? Stell dich fort, bevor ich dich verbläue. Wo ist denn unser ganzes Geld hin? Ah, okay. Dann versuchen wir es anders. Wir können es ja mal auf diese Art und Weise versuchen. Öffne das Tor, sage ich. Weißt du nicht, wer ich bin? Jemand, der gleich seine Zähne verliert, wenn er sich nicht verzieht. Okay, dann einfach nochmal auf die Überzeugungstour. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn ein Thalenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut. Ich versuche, etwas aufzutreiben. Sehr schön. Thalenberger Rüstung. Tja, Pferd. Komm, ich reite dich mal zurück zum Stall. Nicht, dass du hier noch verloren gehst. So. Gut, vorwärts einparken ist mir auch lieber hier. Und lass mich runter. Ich kann nicht absitzen. Ich kann immer noch nicht absitzen. Jetzt kann ich absitzen. Müssen wir das Pferd jetzt reinschieben? Okay, ich lasse es einfach so stehen. Eine Wachrüstung. Schauen wir mal. Thalenberger Rüstung. Ah. Ich könnte mich als Thalenberger Wachmann verkleiden und so die Burg verlassen.
Bestimmt finde ich eine entsprechende Rüstung in der Wachstube. Das klingt logisch. Wachstube war hier. Na, schaut mal, das habe ich mir gemerkt. Hey. Dann machen wir mal die Tür hinter uns zu. Uns wurde ja auch erlaubt, hier zu schlafen. Hier ist keine Rüstung, aber hier war eine Tür. Mit einem sehr leichten Schloss. Das müssen wir jetzt versuchen. Also, ich erkläre mal, wie das geht. Man muss hier mit diesem Ding den Sweet Spot finden und es wird dann immer größer und irgendwann golden und der scheint hier zu sein. Da muss man das Schloss drehen mit D und immer möglichst am Sweet Spot bleiben. Oh Gott, oh Gott. Und die Empfindlichkeit meiner Maus ist gerade etwas schlecht eingestellt. So. Fehlgeschlagen, nochmal. Was wirst du im Schilde? Dieb! Hilfe! Verhaftet den Dieb! Keine Bewegung. Aufhören! Hörst du? Okay. Du wurdest beim Schlossknacken erwischt. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Ja, ich habe 0,5 Kronen. 60! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, mir wurde ein geheimer Auftrag erteilt. Typisch für mich. Verdammt. Also gut, nur so viel. Das Schicksal des Königreichs hängt am seidenen Faden. Alles liegt an Sigismund und Wenzel. Das ist hohe Politik, verstehst du? Aber kein Wort zu irgendwem. Mir blutet das Herz. Oh, wei, oh, wei. Was? So viel habe ich nicht dabei. Tja, dann geht's eben in den Kerker. Kerker? Tja. Na schön, dann lass uns das hinter uns bringen. Bewegung. Verrotten sollst du dort. Gib mir die gestohlenen Sachen und zeig her, was du sonst noch... Wir haben doch nur geübt. Wir wollten doch nur üben, das Schloss zu öffnen. Wir sitzen im Kerker für 21 Stunden. Herrje. Aufgabe fehlgeschlagen, beschaffte ein Pferd. Hast du die Zeit bei uns genossen? Nicht sonderlich. Das höre ich gern. Und kann ich gehen? Gehen? Ja, leider. Und jetzt verzieh dich und lass dich meinetwegen in Stücke hacken. Okay, wir sind raus. Ha, das ist ja... Jetzt haben wir unser Ziel irgendwie erreicht, aber irgendwie gefällt mir der Ausgang nicht. Was haben wir denn da unten für einen Buff stehen? Das müssen wir uns mal eben anschauen. Spieler, Buffs nach dem Kerker. Kriegen wir da noch eine Info zu? Nach deinem Aufenthalt im Kerker bist du unterernährt und generell geschwächt. Stärke, Agilität und Vitalität sind verringert. Je länger du im Kerker warst, desto höher sind die Malus. Stärke 1, Agilität 1, Vitalität 0. Also bitte, nach 20 Stunden im Knast, das ist ja wohl nichts. Tja, schade, dass wir es uns hier jetzt offensichtlich verscherzt haben in Tannenberg. Und jetzt müssen wir den ganzen Weg auch noch zu Fuß machen. Naja, es sei denn, wir holen uns... woanders ein Pferd. Irgendwie gefällt mir der Ausgang so, wie es jetzt passiert ist, nicht. Ich würde ehrlich gesagt gerne was versuchen und melde mich hier bei euch zurück gleich. Lasst mich mal was probieren. Einen Moment. So, Freunde, ich habe nochmal den Spielstand geladen und haben jetzt wieder die Empfehlung von der Wache, uns doch eine Rüstung zu besorgen. Ihr habt Verständnis dafür, aber mit dem Ausgang gerade bin ich nicht zufrieden gewesen und ja, ich werde das jetzt hier nicht spielen wie Rimworld, wo ich das Schicksal einfach mal so hinnehme. In diesem Fall würde ich einfach gerne nochmal mein Glück versuchen und vorher lege ich mich aber mal kurz ins Bett, denn hier kurz hingelegt speichert nämlich und das macht es dann ein bisschen einfacher, zu diesem Punkt zurückzukehren. Eine Stunde absolut in Ordnung. Außerdem kriegen wir noch ein bisschen mehr Energie. Die ist ein bisschen runter. Haben wir die ganze Nacht auf dem Wehrgang verbracht. So, jetzt ist es 8 Uhr durch.
Er lädt. Wir stehen auf. So, und jetzt können wir... Oh, was steht denn jetzt da unten? Jetzt haben wir irgendeinen Buff wieder aktiv. Wir schauen uns den mal kurz an. Leseplatz. Ach so. Dieser Platz eignet sich gut zum Lesen. Du liest schneller und kannst mehr aus den Büchern lernen. Alles klar. Das ist eine interessante Info. Das heißt, wenn wir uns hier hinsetzen, können wir lesen. Gut. Haben aber nichts zum Lesen momentan. So, das Spiel ist jetzt gespeichert. Und da ist jemand drin. Da ist jemand drin. Das heißt, wir können ja mal reinschauen. Da schläft jemand tatsächlich. Da schlafen sogar mehrere. Das müsste also schon extrem leise vonstatten gehen, was wir da versuchen. Und es ist auch die Frage, ob wir da tatsächlich jetzt eine Rüstung drin finden. Das sieht eigentlich aus... Die Leute, die da schlafen, die sehen nicht aus wie Soldaten. Die sehen eher aus wie einfache Bauern. Das ist unsere kleine Kammer. Wisst ihr, was ich versuche? Ich gehe nochmal hier auf den Wehrgang. Hier, schaut mal, was ich gefunden habe. So, hier machen wir mal kurz zu. Schloss knacken sehr leicht. So, das kann ja wieder jeder sagen. Scheint niemand in der Nähe zu sein. Wir ducken uns mal leicht und wir versuchen es einfach. Hier dann nochmal an der Kiste. Vielleicht ist die ein bisschen einfacher. Da ist der Sweet Spot und dann... Schaut mal. So einfach ist das. Und wir haben tatsächlich jede Menge Rüstung. Wir nehmen alles mit. Wir haben nun auch ein Schwert. Das macht es uns natürlich sehr leicht. Schaut mal. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Wir ziehen uns direkt mal an. Wir gehen mal auf Kleidung gehen. Rüstung. Gepolsterte Bunthaube. Gewöhnliche Beckenhaube. Jagdhandschuhe. Leichte gepolsterte Rüstung, Nackenschutz, roter Kapuzenschal. Nee. Nackenschutz und Kapuzenschal. Wir können beides anziehen. Aber den nehme ich mal weg. Und der verzierte Wappenrock natürlich. Eine Hose war nicht dabei, wie es aussieht. So, aber gut. Was haben wir denn jetzt alles an? Also die Haube, den Helm, die Rüstung, in Haupthand das Schwert. Haben wir das automatisch angelegt? Oh ja. Sieht so aus. Wir haben die Stiefel an, die Beinhose, die Handschuhe, die Körpergewandung und die Oberbekleidung. Und das scheint dann auch alles zu sein. Wenn ich den Schal anziehe... Nee, ich muss mich dann entscheiden. Aber so ist es, denke ich, auch okay. Jetzt sehen wir ja schon aus wie eine Wache. Wir haben alles mitgenommen, was da war. Schild mit Thalenberger Wacken. Das ist vielleicht ein bisschen sehr auffällig, oder? Wir lassen den Schild mal weg. So. Jetzt holen wir uns ein Pferd. Schau mal, da laufen Wachen gerade. So. Unser Pferd. So, und jetzt müsste der Kollege ja... bisschen netter sein, oder? Ein bisschen über die Verkleidung hinwegsehen. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Tja, da hast du wohl Pech gehabt. Ah, verstehe. Na gut, aber wehe, du sagst doch nur ein Sterbenswörtchen. Hey, öffnet das Tor! Wir haben es geschafft und wir können zurückkommen. So.
Verlasse die Burg, beschaff dir ein Pferd. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte, wo wir lang reiten müssen. Nach Osten. Nein, nach Westen. Also erst nach Osten, dann nach Westen oder direkt nach Westen runter, wenn es geht. Da ist Norden. Ja, wir können direkt hier reiten. Westen. Und wir wollen hoffen, dass wir lebend ankommen. Und dass keine Truppen mehr hier unterwegs sind. Jetzt muss ich aber doch nochmal schauen, ob wir wirklich richtig sind. Das sieht aber gut aus. Wir müssen einfach weiter Richtung Westen, also hier entlang. So ein bisschen querfeldein. Das sieht genau richtig aus hier. Es sind aber auch verschlungene Pfade. Ja, und dann geben wir einfach mal Gas. Hier ist offensichtlich eine Art Steinbruch. Quest abgeschlossen, auf der Flucht. Und eine neue Stufe in Heimlichkeit erreicht. Du wirst hier warten müssen, mein Freund. Es ist besser, wenn ich allein weitergehe. Sieht so aus, als wären sie bereits fort. Nun denn, kein erfreulicher Anblick für uns. Um Scarlets Männer, ja, wir lesen mal hier oben. Obwohl mir mein Lehnsherr Razik Kobila verboten hatte, Talenberg zu verlassen und der devische Herr von Talenberg diesem Wunsch zu entsprechen versuchte, gelang es mir letzten Endes doch, die Burg zu verlassen. Ich musste nach Scarlets zurückkehren und meine Eltern bestatten. Ich konnte ihre Leichen nicht den Hunden und anderem Getier überlassen. Um Scarlets stand es schlimmer, als ich es erwartet hatte. Sigismunds Männer hatten jeden abgeschlachtet, der ihren Weg kreuzte. Und nicht nur im Dorf, im nahegelegenen Weiler Rovna, wurde alles niedergemetzelt, die in der Kirche, wurden alle niedergemetzelt, die in der Kirche Schutz suchen wollten. Ich muss die Leichen meiner Eltern finden und begraben. Wenn sie niemand weggebracht hat, sollten sie noch genau dort liegen, wo sie getötet wurden. Dann schauen wir mal kurz auf die Karte. Genau, dort ist es. Und jetzt haben wir unser Pferd hier in Rovna gelassen, ehrlich? Das finde ich aber doof. Mein Gott. Na gut, dann gehen wir das halt zu Fuß. Ich habe jetzt X gedrückt, das ruft eigentlich das Pferd her. Aber ich glaube, das kommt nicht. Tja, so sieht der Krieg aus. Da ist jemand. Ein Überlebender. Was haben wir denn da? Oh! Unterhaltung, vorzüglich! Na super. Oh, den haben wir ausgeschaltet. Gnadenstoß. Ja.
Von wegen ein Überlebender, wohl eher ein Plünderer. Den wir jetzt selber plündern. Schauen wir mal. Lederwams. Schlechter als das, was wir haben, aber auch unauffälliger. Leichter Gambesonne. Wir müssen sowieso was mitnehmen. Geflickte Beinlinge. Die sind im schlechten Zustand. Fußwickel mit Sohlen. Was bedeutet denn hier wohl das schwarze Symbol? Dieser schwarze Fleck hier, ob das heißt, dass es von einem Toten kommt vielleicht. Ich nehme mal die geflickten Beinlinge mit. Ich habe alles mitgenommen. Wir können auch hier übrigens plündern. Brezel. Die Birne sieht nicht mehr so gut aus. Frische 38%. Ich glaube, da lasse ich mal lieber die Finger von. Die sind aber gut. Und wir brauchen natürlich was zu essen, von daher... Brot. Haltbarkeit noch 4 Tage und eine Karotte. Also wir müssen damit rechnen, dass alles, was uns hier begegnet, tatsächlich feindlich ist. Wir könnten uns hier in Rovna noch weiter umsehen. Aber ich würde sagen, wir reisen weiter nach Scarlets. War schon ein bisschen blöd, dass wir das hier zu Fuß machen müssen. Wozu haben wir das Pferd gestohlen? Ich weiß nicht mal, wo es steht, ja, das ist ja jetzt das Problem. Wir könnten hier schnell reisen, aber ich lehne Schnellreisen grundsätzlich ab. Ich hoffe, dass ihr da mit mir einer Meinung seid. Ich würde die Entfernungen doch im Großen und Ganzen lieber zu Fuß zurücklegen oder natürlich eigentlich mit dem Pferd. Das Brot nehmen wir mit. Oh, Verband nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Trockenobst ist immer gut. Hoppla, da wäre ich ja beinahe durchgelaufen. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, und überall Leichen. Also. Und er hat sogar einen Groschen dabei. Wie schön. Meerrettich mag ich nicht. Lass ich liegen. Habt ihr auch das Hundebellen gehört? Ohne Axt. So, wir tragen zu viel. Unten kann man das auch sehen. Das Status, obwohl ich werde mal was essen. Wie ist denn unsere Sattheit? 64. Also wir könnten sicherlich zum Beispiel, was wiegt denn viel? Die Birne und der Apfel. Ja, der Apfel ist kaum noch frisch, sehe ich gerade. Den lassen wir mal fallen. Das werden wir essen. Die Birne ist auch nur 31%, aber ich denke, das geht schon. Das Brot essen wir auch. Wir müssen uns von irgendwas trennen. Also unser altes grüne Hemd, das sieht ja ein bisschen schäbig auch aus. Das ist im Grunde hinüber. Das wiegt aber auch nicht viel. Wir haben tatsächlich ein ratziges Schwert. Wieso haben wir hier ratziges Schwert? So, lass uns noch den Käse essen. Dann ist die Sattheit 111. Und wir müssen irgendwas hier lassen. Leichte gepolsterte Rüstung. Leichter Gambeson. Der ist hinüber, ja. Der ist bei 0%. Ich lasse den fallen. Der ist nur noch 8 Kronen wert. Ich meine, ist auch Geld. So, also, ach, schau mal, wir sind überfressen. Nein, wie schön. Ach, herrje. So, und ich habe Hunde gehört. Wir müssen aufpassen. Oh, das Wetter ist ja eine Katastrophe. So, und das ist doch ein toter Soldat, oder? Nee. Nehme ich nichts mehr mit.
Ich würde jetzt eigentlich nur Geld einpacken. Eine Fackel nehmen wir auch mit, ganz klar. Gütiger Gott, das ist der Köhler. Stimmt. Jetzt könnten wir die Kohle umsonst bekommen. Da liegt sie. Ja, das man eher gewusst hätten. Wie weit ist es noch? Wir müssen auf jeden Fall geradeaus, also links rum. Hängt da jemand? Tatsache. Den können wir leider nicht runternehmen. Warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen? Das ist wirklich ganz schön düster. Ich bin nicht sicher, ob man kochen kann. Hey, wer ist da? Was? Wer spricht? Wer ist da? Was haben wir denn da? Ah, ich hab's befürchtet. Vorzüglich. Also, das Schwert ist auf jeden Fall hervorragend. So viel kann ich sagen. Und da das ein Bandit... Oh, edle Schuhe. Schaut mal an. Die sind aber richtig viel wert, mein lieber Mann. Gepflegte Beinlinge, die sind alle noch gut, die Sachen. Lederwams, Leingugel, was ist das hier? Platten, was? Platten-Ellbogenkachel, was ist denn bitte das? Ah, die Plattenkachel schützt den Ellbogen des Kämpfers und damit einen der Bereiche des Körpers, die am empfindlichsten sind. Selbst weniger begütete Kämpfer können sich Ellbogenkachel leisten. Jo, wisst ihr was, das nehme ich jetzt alles mit und wir werden jetzt mal kurz... unsere Ausrüstung überprüfen, was wir wirklich brauchen. Also, wir haben ja ganz klar das Schwert von Herrn Ratzig. Hier wird es nicht angezeigt, das ist interessant. Also, hier war es angezeigt. Wir können es wahrscheinlich nicht da. Aber es ist auch ausgerüstet, wir können es als Waffe benutzen. Gut, dann machen wir es auch, weil hier bei Waffen wird es nicht angezeigt. So. Können wir das irgendwie sortieren, ja? Nach Zustand vielleicht? So, hier die gestohlenen Sachen, die sind natürlich jetzt alle tippitoppi. Diese leichte gepolsterte Rüstung, warum haben wir die denn nicht an? Jetzt haben wir sie an. Nackenschutz. So, die Beinlinge. Alte Stiefel. Unsere Sachen sind tatsächlich im Top-Zustand. Die platten Ellbogenkacheln, die werden wir ausrüsten. Schade, ich kann den Charakter nicht drehen. So, was haben wir noch? Fußmittel mit Sohlen. Das schmeiße ich weg. Das ist so wie nichts wert. Und hier, diese Sachen sind alle deutlich weniger haltbar. Das grüne Hemd und der rote Kapuzenschal. Wisst ihr, was ich damit mache? Ich schmeiß die weg. So.
Diese Sachen sind ausgerüstet, die hier mit dem Kreuz markiert sind. Und ich denke mal, das ist in Ordnung, was wir jetzt haben. Die Sachen behalten wir, die können wir verkaufen. Die Leinengugel würde ich noch am ehesten wegschmeißen jetzt, weil wir noch ein bisschen Übergewicht haben. Auf der anderen Seite... Da, das Schwert ist bei Questgegenständen. Na, schade, warum die Fackel nicht stackt. 100% Haltbarkeit. Heißt das, dass die noch voll ist? Dann können wir die alte eigentlich wegtun, oder? Den Pfeil können wir wegschmeißen. Der... Da haben wir 3 Stück von. Na gut, ich behalte mal. Vielleicht wollen wir ja nochmal mit dem Bogen schießen. So, das Knappenschwert. Ja, es scheint ja auch richtig viel wert zu sein. Ich rüste das jetzt mal aus. Zweihändig geht leider nicht. Also mit in beiden Händen ein Schwert. Also das Knappenschwert werde ich jetzt ausrüsten. Dann schonen wir nämlich dieses Schwert. Das geben wir ja wahrscheinlich mal dem Herrn Ratzig. Sattheit 110. Wir können auf keinen Fall was essen. Aber was können wir noch wegschmeißen? Denn wir sind überlastet. Die Axt vielleicht? Die Axt hat einen relativ geringen Wert und wiegt aber viel. Die kommt jetzt weg. Okay. So. Hier liegen unsere alten Klamotten. Hoffentlich brauchen wir die nicht nochmal. Aber die sind halt auch hinüber. Noch eine Fackel. Ah, sieht das eklig aus. Kurz auf die Karte schauen. Wir sind auf jeden Fall richtig. Da oben geht's zur Burg. Das ist das Haus von Kunesch. Das sieht aber nicht mehr gut aus. Das heißt aber, dass das hier... Ach, ich muss noch weiter rein. Ich wollte doch sagen, wir sind doch viel weiter drin gewesen. Hier komme ich, glaube ich, nicht durch. Das heißt, wo können wir denn sonst lang? Hier oben ist die Burg. Wir müssen von außen, von vorne rein. Also hier unten entlang. Gut, machen wir das. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das ist, denke ich, ein ganz guter Zeitpunkt, um mal... die Folge zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.